Mit Schalke spielt man nicht. Clemens Tönnies hat in vielen Bereichen nicht verstanden, wie Schalke 04 tickt. Die Werte sind ja bei Schalke so klar und so einfach definiert wie bei keinem anderen Verein. Wir müssen und werden eine neue Führungskultur in diesem Verein ebnen. Schluss mit Tönnies teuren Wetten auf Europa. Da läuft einem eiskalt den Rücken runter. Ja? Wie kann man denn wetten? Ja? Also aus Sicht eines Kaufmanns würde man das sicherlich nicht machen. Unerreicht deutschlandweit Schalkes chronische Verschuldung im neunstelligen Bereich. Das ist nicht mehr mein Schalke, so wie das hier läuft. Das Beschissenste, was dem Verein passieren kann, ist, dass er den Menschen in der Region egal wird. Schalke auf der Suche nach moralischem Kompass und nach jeder Menge Kohle. Die Mobilmachung der Schalker Fans erfolgt am 27. Juni zum Saisonschluss. Mehr als 1000 Anhänger bilden eine Menschenkette als Protest gegen den Aufsichtsratsboss und Fleischindustriellen Clemens Tönnies. Der hat den FC Schalke 04 genauso geführt wie sein Schlachthof. Da würde ich mir einfach wünschen, wir sind im 21. Jahrhundert, dass auch der FC Schalke 04 als modernes Unternehmen aufgestellt wird und nicht als Spielplatz von jemandem, der sich da gerne austoben möchte. Von der Springer-Presse, jahrelang als Schalker-Boss gefeiert, wird Tönnies von immer größeren Teilen der Schalker-Fanszene abgelehnt. Dann habe ich die Ereignisse der letzten Wochen und Monate dann noch mal gesehen und habe gesagt, jetzt musst du einfach noch mal was machen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich mein Leben nicht mehr froh geworden. Dann hätte ich gesagt, Stefan, du hast nicht gekämpft. Und das kann ich als Schalker, so wie ich mich verstehe als Schalker, konnte ich das nicht vereinbaren. Während der Verein angesichts der Pandemie zunehmend panisch wird, wird der massive Corona-Ausbruch in Tönnies Fleischfabrik zum i-Tüpfelchen für ihn selbst. Das Interessante für mich ist, es ist die Basis gewesen, die da tatsächlich auf die Barrikaden gegangen ist und die da tatsächlich klar Flagge gezeigt hat und gesagt hat, pass mal auf, erst diese rassistischen Äußerungen über Afrikaner, jetzt der Corona-Skandal in seiner Fleischfabrik in Reda-Wedenbrück. Wir wollen das so nicht mehr. Schalke 04, zwei Monate nach Clemens Tönnies Rücktritt, gezwungen zur Neuorientierung. Schalke 04 wird sich emanzipieren müssen in seiner Art und Weise, wie es auch nicht nur strategisch, sondern operativ arbeitet. Wir müssen und werden eine neue Führungskultur in diesem Verein ebnen. Das Miteinander in der Belegschaft, mit den Mitarbeitern. Wir brauchen ein neues, positives Wirken. Rudi Assauer, Günther Eichberg, Schalkes Hang zum starken Mann. 1994, Jürgen Möllermann macht Großschlachter Bernd Tönnies, den er als Wirtschaftsminister während einer Delegation nach Moskau kennenlernt, zum Präsidenten. Als Tönnies nach nur 4 Monaten stirbt, wird Bruder Clemens Aufsichtsrat auf Schalke. 1997, sensationell holen Schalkes Eurofighter den UEFA Cup. Sie versprechen goldene Zeiten. Manager Rudi Assauer erkennt das Potenzial. Eine hochmoderne 280 Millionen Arena, die erst 2019 abbezahlt sein wird. Kredite und Nebenwirkungen, die den eingetragenen Verein, anders als kalkuliert, bis heute verfolgen. Vielleicht fehlte manchen damals einfach der Mut. Gleichzeitig wäre es auch der richtige Zeitpunkt gewesen, sich gegenüber strategischen Investoren zu öffnen. Das hätte allerdings auch bedeutet, dass man mit den Mitgliedern in einen offenen Dialog hätte treten müssen und dass man vielleicht dem ein oder anderen Traditionalisten auch eine etwas unbequemere Wahrheit darbringen könnte. Bei Schalke wäre es in der Tat spätestens dann sinnvoll gewesen, als man in die Arena investiert hat. Weil eben eine Rechtsform als Kapitalgesellschaft doch wesentlich mehr Möglichkeiten bietet. Sie bietet insbesondere eben auch mehr Möglichkeiten zur Entschuldung, wenn man dieses Thema ernsthaft angehen möchte. Schalke setzt hier auf eine Konstruktion mit 19 Tochtergesellschaften.
Solche Verschachtelungskonstrukte zeigen eben, dass die finanzielle Not recht groß ist und dass man gezwungen ist, wie auch immer, die Bilanz aufzuhübschen, ohne dass tatsächlich mehr Werte dahinter stecken. April 2001. Schalke siegt 3:1 bei den Bayern und sieht aus wie der kommende Meister. Doch der Abschied vom Parkstadion wird zum bittersten Saisonfinale der Vereinsgeschichte werden. Mit Schalke als 4-Minuten-Meister. Mit Tränen und mit Tönnies kolportiertem Versprechen, die Schale in die neue Arena zu holen. Irgendwann. Wenn man natürlich immer sagt, ich werde hier Schalke noch mal oder werde das Versprechen meines Bruders einlösen und Schalke zum Meister machen, ja, wenn es das Versprechen denn jemals gegeben haben sollte. Auf jeden Fall, dann geht man vielleicht auch mehr Risiko ein. Auf Kohle geboren. Mit Ernst Kuzorra und dem Schalker Kreisel wird der populärste Arbeiterverein des Kohlenpotts 6-mal deutscher Meister. Annäherung an einen Mythos, dessen Spuren im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke Nord unübersehbar bleiben. Den Weg zur Kampfbahn Glückauf gehen heute noch Tausende bei jedem Heimspiel, auch wenn die Profis seit fast 50 Jahren nicht mehr im Stadtteil spielen. In weiten Teilen des Ruhrgebiets ist Schalke tatsächlich weit mehr als ein Fußballclub. Oh, Schalke ist für mich ganz, ganz was Wichtiges. Es ist ein Stück eigentlich von dem Leben, das man hat. Wir leben ja immer zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Ja, für mich persönlich ist Schalke, ja, Religion sagt man ja eigentlich so, aber das ist ja eigentlich mehr als eine Religion. Eine übergeordnete Bedeutung, die stark auf die Stadt abfärbt, auf die Menschen abfärbt, auf das Selbstbild der Menschen und auf die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt, die eigentlich immer Schalke ist und weniger Gelsenkirchen. Wenn man im Ruhrgebiet groß geworden ist, dann läuft hier irgendwann mal Schalke neben einem her. Irgendwann wird dann Schalke ein Stück von dir selber und irgendwann bist du dann schon Schalke. Schalke 04, Fixpunkt einer Stadt, in der der Strukturwandel scheinbar nie endet. Gelsenkirchen besteht ja zu 90% aus Schalke 04. Die Leute sind, wer weiß, wie stolz darauf. Und da finde ich, hat so ein Verein auch eine Verantwortung, da anständig mit umzugehen. Gelsenkirchen, aus der Stadt der 1000 Feuer, ist eine mit 1,5 Milliarden Euro verschuldete Kommune geworden. Die chronischen Verbindlichkeiten des FC Schalke dagegen, selbstgewählte Strategie, nicht erst seit Corona, zunehmend riskant. 200 Millionen im Gepäck zu haben, ist natürlich für einen Verein eine riesige Belastung. Natürlich in der Art und Weise, wie man dann versucht, sich zu konsolidieren, vielleicht doch nochmal sportlich erfolgreich zu werden. Das heißt, die Wette auf die Zukunft, auf zukünftigen sportlichen Erfolg, die wird immer riskanter. Das Problem ist, dass man sich im Grunde dann auch nicht mehr konsolidieren kann, sondern man fällt sehr tief. Als Aufsichtsratsvorsitzender Möllemann wegen privater Deals ins Visier der Justiz rückt, wittert Clemens Tönnies seine Chance. Die Pattsituation im Aufsichtsrat entscheidet Tönnies mit eigener Stimme gegen den von Assauer unterstützten Möllemann. Tönnies wird 2001 Chef des Aufsichtsrats. Pokalsiege, Champions League-Teilnahme. Aus Etatgründen verpfändet Schalke dennoch Zuschauereinnahmen. Verantwortlich Finanzvorstand Schnusenberg, Tönnies privater Steuerberater. Wenn die Verquickung zu eng ist oder wenn man verschiedene Aufsichtsratpositionen mit Geschäftsführung vertauscht oder die zu eng zusammenführen, dann gibt es eben keine Kontrolle mehr. Und das ist genau der Punkt, an dem eben auch Kungelei beginnt und im Grunde der Schlamassel immer größer wird. Und man kommt aus dieser auch personellen Abhängigkeit dann nicht mehr raus. Manager Assauer, Gesicht und Seele des Vereins, zeigt erste gesundheitliche Probleme, als ihn Aufsichtsratsboss Tönnies 2006 zum Rücktritt zwingt. Bilanzfälschung des Anlagevermögens, Insolvenzverschleppung, Ermittlungen gegen den eingetragenen Verein, der im äußersten Grenzbereich des Erlaubten jongliert. Clemens Tönnies war jemand, der auch ganz, ganz lange an dieser Rechtsform des eingetragenen Vereines festgehalten hat. Wie ich glaube, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist gewesen,
solange keine strategischen Investoren mit ins Boot genommen werden, ist er natürlich derjenige, der mit Geld, mit Privatkrediten oder auch durch das Besorgen von Sponsoren aushelfen kann. Aber andererseits ist er dadurch auch derjenige, der den Einfluss auf Schalke hat. Tönjes, dessen Privatvermögen auf mehr als 2 Milliarden Euro geschätzt wird, übernimmt nun als Aufsichtsrat auch das operative Geschäft eines Schalke-Managers. 2007 wird Wladimir Putin mit Staatskonzern Gazprom Trikotsponsor. Als Investor russischer Schlachthöfe ist Tönjes dort bereits bestens bekannt. Medienwirksame Auftritte als Schalke-Boss zementieren, trotz vieler Fehlschläge, das System Tönjes im Verein immer weiter. Es war ja auch dann immer die Rede vom System Tönjes. Und das ist meiner Meinung nach auch so. Es gibt da Abhängigkeiten im Verein, auch struktureller Art. Das fängt ja dabei an, Mitglieder, die Satzungsänderungsanträge eingereicht haben, durften diese nicht zur Abstimmung stellen. Die sind einfach willkürlich im Vorfeld aussortiert worden. Das darf der Verein eigentlich nicht. Der muss die auf der Mitgliederversammlung zur Abstimmung stellen. Und gerade wenn es um den Ehrenrat, also das vereinsinterne Schiedsgericht geht, ein Schiedsgericht muss unabhängig sein. Und es kann nicht vom Aufsichtsrat abhängig sein. Immer wieder kommt es zu Ermittlungen. Trotz Rekordumsätzen, dank Champions League 2008, wachsen die Schulden des Schalker Firmengeflechts weiter. Tönjes aber holt Meistertrainer Felix Magath aus Wolfsburg. Die Schale soll endgültig her. Während Magaths teures Ensemble Vizemeister wird, rettet die klamme Stadt Gelsenkirchen mit einer 25 Millionen Arena-Beteiligung Schalkes Überleben. Gesellschaftliche Akzeptanz für einen Club, dessen Aufsichtsratsvorsitzender um zweistellige Millionenkredite mit einem Kreditgeber verhandelt, der er selber ist. So geschehen 2009. Aus einer Perspektive des Governance muss man sagen, dass es natürlich schon auffällig ist, dass eine Person über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte die Aufsicht führt und damit auch die Aufsicht über ein Finanzgebaren, von dem diese Person in ihrem privaten Geschäftsumfeld tatsächlich profitiert. Viele Schalke-Fans aber glauben gern an das medial gezeichnete Bild vom Retter und reichen Wohltäter des Vereins. Fest steht natürlich auf jeden Fall, dass auch Clemens Tönjes dem Verein kein Geld geschenkt hat. Also er hat das nicht einfach abgelöst für nichts, sondern hat sich das auch gut verzinsen lassen. Man munkelt mit 6% und das ist ja auch eine Menge, ne? Mehr als marktüblich. Also reingesteckt, wie Günther Eichberg beispielsweise mal, hat er nichts. Nordkurve. Schalke-Fans sind eine akustische Macht. In jedem Stadion. Übrigens völlig unabhängig von Titeln oder Tabellenplätzen. Für mich ist Schalke ein tief verankertes Lebensgefühl. Es ist so das Wechselspiel zwischen stetiger Hoffnung und vielfacher Enttäuschung, zwischen Liebe und Verachtung und zwischen aufrechter Kumpelkultur und knallhartem Kommerz. Mit ohne Schalke geht es nicht. Standortvorteil. Dieses Wechselspiel, dieses Spannungsfeld habe ich tief drin bei mir. Das ist so Spiegelbild des Lebens hier im Ruhrgebiet. Ich bin jetzt 51 Jahre, ich gehe 46 Jahre auf Schalke. Das ist schon, wie soll ich das sagen, das ist wirklich das Leben. Das muss man wirklich so sagen. Wer solchen Fans mit Viagogo kommt, einem Geschäftsmodell mit Vorverkaufsabzockern, denn so sehen sie es, der versündigt sich an der Basis des Vereins. 2013 verhindern Schalkes Mitglieder eine Kooperation. Da wird mehr anders. Also, weil da natürlich auch mit dem Erbe der Fans gezockt wird. Das ist ja auch für viele, gerade in Gelsenkirchen, ist Schalke ihre Lebensidentität. Und die wird denen ja da zum Teil auch weggenommen. Also, die wird einfach benutzt, sage ich jetzt mal. Und ja, das finde ich wirklich hochproblematisch, weil gerade in Gelsenkirchen gibt es nichts anderes als Schalke. Jenseits aller Emotionalität ist Schalke heute mit seinen 600 Mitarbeitern das umsatzstärkste Privatwirtschaftsunternehmen der Stadt. Grundsätzlich ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Schalke und einem normalen Unternehmen in den Strukturen, dass die Trennung von operativer Führung und von Beaufsichtigung
nicht so klar gelebt wird wie bei Aktiengesellschaften zum Beispiel. Ja, also es ist, und das, die Gefahr daran ist, dass wenn der Aufsichtsrat zum Teil oder sehr eng in operative Entscheidungen eingebunden ist oder sie sogar selber trifft, dass diese Entscheidungen von gar keinem mehr kontrolliert werden. Axel Hefer weiß, wovon er spricht. Und der erfolgreiche Unternehmer und CEO von Trivago moniert als Schalker Aufsichtsrat 2015 auch den dreiköpfigen Eilausschuss, in dem Clemens Tönnies de facto alle relevanten Entscheidungen ohne Vorstand und Aufsichtsrat trifft. Juristischen Auseinandersetzungen folgt Tönnies massiver Druck auf alle Vereinsgremien. Zwei Jahre später verlässt Hefer zwar den Aufsichtsrat, bleibt aber dennoch meinungsstarker Schalker. Alle modernen Unternehmen, Technologieunternehmen, haben Unternehmenswerte und definieren zuerst einmal, wofür sie als Unternehmen stehen wollen und wie sie gesehen werden wollen und leiten dann davon eigentlich ihre Strategie ab, die dann ja sagt, wie möchte ich im Wettbewerb bestehen und wie möchte ich mich auch aus Kundensicht oder aus Mitgliedersicht gegen den Wettbewerb differenzieren. Und dann folgt eben die Umsetzung in professionellen Teams. Die Professionalität von Schalke 04 abseits des Rasens bewegt in Hamburg auch Sportökonom Raphael Brinkert. Man muss wissen, wofür ein Verein steht, was ihn einzigartig macht hoffentlich und was auch sein Marketingfachwort, was sein USP ist, also seine Daseinsberechtigung gegenüber dem Wettbewerb. Das ist sicherlich bei einem Profifußballverein mehr als die Stadt, aus der er kommt. Ein noch größeres Manko, Schalkes hohe Personalfluktuation. Unter Clemens Tönnies arbeiten seit 2001 sechs Manager, von Rudi Assauer bis Jochen Schneider. Und von Stevens bis Wagner 23 Cheftrainer. Kurswechsel im Jahrestakt, die zu Schalkes mangelhafter Marktwertentwicklung führen. In Dortmund zum Beispiel erwirtschaften sie in den letzten 10 Jahren 400 Millionen Euro mehr. Na, ich glaube, dass vom Potenzial her halt, oder von der Tradition singulär natürlich kein Verein überleben kann. Dass man kommunikativ, wirtschaftlich und sportlich tatsächlich nicht nur Pech gehabt hat, sondern das kann man mal 1-2 Jahre haben, sondern dass es dann irgendwann auch nicht können ist. Dabei bleibt es nicht. Der Vorstand des Schalker Fanclubverbands, Mitglied des Schalker Aufsichtsrats, bezahlt private Steuerschulden mit Vereinsgelder. Durch Überlassung von Ticketkontingenten, die zwar berechnet, aber nie bezahlt werden. Die Rolex handeln mit Wissen der Finanzvorstände Schnusenberg und Peters. Der Verein holt sich mehr als 1 Million Euro Verlust, teilweise vom Finanzamt zurück. Nachfragen stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Konsequenzen bleiben aus. Schalkes Zukunft dagegen, die Jungs der Knappenschmiede von Norbert Elgert. Das Ruhrgebiet fördert noch immer mehr Jugendspieler, die es bis in die Nationalmannschaft schaffen, als jede andere Region Deutschlands. Tolle Arbeit in der Knappenschmiede natürlich durch Norbert Elgert. Kann man darauf setzen. Und wenn man sich das überlegt, wie viele Talente daraus entwachsen sind, aus dieser Knappenschmiede, das ist eine Weltauswahl. Machen wir uns nichts vor. Wenn die jetzt alle auf Schalke spielen würden, dann würden wir aber ganz woanders stehen. Und das wäre natürlich eine Sache, mit der man sich richtig identifizieren könnte. Und das ist vielleicht auch ein Weg. Denn das System Tönnies ist gescheitert. Ohne nachhaltiges Konzept, ohne Geduld, ohne Kontinuität. Erfolgreiche Clubs zeichnen sich sehr stark auch über personelle Kontinuität in den entscheidenden Führungspositionen aus. Schalke 04 sehnt sich auch nach personeller Kontinuität, insbesondere im sportlichen Bereich. Und Sie können mir glauben, ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass Schalke 04 auch in persönlicher Kontinuität jetzt in ruhigere, strategischere Fahrwasser gerät. Die zugespitzte Finanzsituation eskaliert ohne Einnahmen aus europäischen Wettbewerben. 2019. Landesbürgschaften decken die weitere Verschuldung für das infrastrukturelle Leuchtturmprojekt Bergerfeld. Investitionsvolumen 95 Millionen Euro als Sicherheit ab. Als die Geisterspiele Schalke nochmal etwa 8 Millionen kosten, verliert der Verein seine hochriskanten Wetten auf die Zukunft endgültig. Eigentlich kann man das nicht verantworten. Wir reden da von sogenannten Rattenrennen-Anreizen. Also es gibt genau eine Ratte, die sozusagen am Ende des Rennens das Stück Käse
bekommt. Und das treibt im Grunde diesen Verschuldungsmechanismus auch an, also zu sagen, mich interessiert zukünftiger sportlicher Erfolg, ich muss jetzt investieren, ich muss es vorfinanzieren. Und das ist genau der Grund, warum immer Vereine, systematisch einige Vereine in Schwierigkeiten sind. Personalkosten runter. Sportvorstand Jochen Schneider muss unter hohem Druck Ablösemillionen generieren, um überhaupt einkaufen zu können. Man spricht jetzt von Gehaltsobergrenzen. Eine Gehaltsobergrenze einzuführen ist natürlich populär, um nicht zu sagen populistisch. Das klingt natürlich gut. Da will man sich vielleicht auch ein bisschen reinwaschen von eigenen Verfehlungen der Vergangenheit. Ist in einer offenen Liga, die im Wettbewerb steht, die erste mit der zweiten, mit der dritten, ist das nicht durchsetzbar. Clemens Tönnies rassistische Äußerung, August 2019. Der erstaunliche Umgang des Vereins damit. Corona und die Zustände in Tönnies Fleischfabriken. Finale einer Entfremdung zwischen Schalkern und ihrem Aufsichtsratschef. Als der FC Schalke seine Dauerkarteninhaber zu Bittstellern macht. Sich für ein paar Euro Ersparnis von langjährigen Busfahrern trennt und lieber auf Zeitarbeit setzt. Tönnies muss sich längst als unerwünschte Person auf Schalke fühlen, als er zurücktritt. Er hinterlässt einen Scherbenhaufen, unerledigte Themen überall. Die Art und Weise, wie man diese Themen angeht, die Art und Weise, wie man sie kommuniziert, ist einfach indiskutabel gewesen. Und dadurch habe ich einen Image-Schaden beim FC Schalke 04, der gravierend ist. Und ich wohne jetzt in Hamburg, aber also bisher hat man hier über andere Vereine gelacht. Ein Image-Schaden, der sich fortsetzt. Eine weitere Landesbürgschaft ermöglicht neue Schulden, über 35 Millionen Euro, um fällig gewordene Altschulden bedienen zu können. In der Tat ist es so, dass es in der Vergangenheit auch Bürgschaften für Fußballvereine gab. Aber das waren Investitionen in Steine. Jetzt beantragt erstmalig ein Profifußballclub eine Landesbürgschaft, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Schalke hat schon vor Corona deutliche finanzielle Probleme gehabt. Und es kann nicht sein, dass da Millionengehälter gezahlt werden und am Ende der Steuerzahler in das Risiko gehen soll, das mit abzudecken. Eine solche Lex Schalke darf es nicht geben. Da verstehe ich ehrlich gesagt auch die Landesregierung nicht. Eine Landesbürgschaft für einen selbstverschuldet in Schwierigkeit geratenen Verein. Also das ist ein Schritt, der schwierig ist. Diese Form der Intervention in einen Markt, in einen Wettbewerb, ist hochproblematisch. Grenzen eines eingetragenen Vereins, der mit dreistelligen Millionenumsätzen und Schulden hantiert. Wie jedes gewöhnliche Unternehmen auch. Viele Schalker schmerzt das. Unheimlich viele Schalker, die schon von Kindesbeinen an immer ins Stadion gefahren sind, die haben sich abgewendet. Die sind ausgetreten reihenweise und gesagt, das ist nicht mehr mein Schalke, so wie das hier läuft. Und das tut mir weh, das zu sehen. Über Schalkes Zukunft entscheiden die Mitglieder allein. Über professionelle und transparente Strukturen. Über einen neuen Aufsichtsrat, der Vorstandsarbeit kontrolliert, statt sich einzumischen. Die Frage der Ausgliederung, die mit genossenschaftlichem Modell mehrheitsfähig sein könnte. Das alles unter höchstem Zeit- und Finanzdruck. Ich persönlich mache keinen Hehl daraus. Ich habe auch schon seit längerem öffentlich bekundet, auch vor Corona, dass Schalke 04 aufpassen muss, dass der Zug des sportlichen Erfolgs nicht ohne uns abfährt. Das habe ich das ein oder andere Mal auch auf einer Mitgliederversammlung gesagt, wo ich fragende Gesichter entgegenbekommen habe. Aber das ist nun mal der Fall und das gehört für mich zu einer offenen Diskussion dazu. Schalke zwischen Fußballromantik und smartem Business. Dialog ist gefragt und endlich mehr kaufmännischer Realitätssinn. Ehrlich werden. Also alle die sich aufregen über Red Bull Leipzig, über Leverkusen, über Wolfsburg, was machen wir denn? Wir sind doch nichts anderes mehr. Wir sind mittlerweile genau das Gleiche schon. Und ja, wir haben den Kumpel Umalocha Club, aber im Endeffekt, wenn wir ehrlich wären, dann sind wir genauso auf dem gleichen Level wie die anderen auch. Nicht vergessen, wo man herkommt. Ehrlich sagen, wo man hin will. Um dauerhaft erstklassig zu bleiben, braucht der FC Schalke 04 klare und konsequente Reformen. Wenn man dieses Thema angeht, dann ist Schalke 04 von der Potenz immer noch so stark, dass man diesen Verein auch wieder so
neu ausrichten kann, dass man jetzt nicht unbedingt das Schicksal des VfL Bochum oder das von Rot-Weiß Essen gehen wird. Denn mit Schalke spielt man nicht.